ist die Walksnell Goggles X das absolut beste digitale System, was es gerade auf dem Markt gibt, oder doch komplett unbrauchbar? Beide Meinungen sind im Internet unterwegs und heute versuche ich mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Viel Spaß mit diesem Review. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns die Walksnell Avatar Goggles X nochmal genauer an. Diese Brille benutze ich jetzt schon seit Anfang Dezember letzten Jahres und habe damit einiges an Erfahrung gesammelt und in diesem Video möchte ich alles an meinen Erfahrungen, meinen Problemen, meinen Vorteilen, meinen Nachteilen und natürlich auch ein paar Vergleiche nochmal final zusammentragen. Das natürlich aber auch nicht nur für die Brille speziell, sondern natürlich auch für das Walksnell-System als solches. Und zur vollen Transparenz, sowohl diese Walksnell Goggles X als auch das erste Moonlight-System wurde mir von Caddx selbst zum Testen zur Verfügung gestellt. Das hält mich aber trotzdem nicht davon ab, auch die Nachteile zu sagen und einen Vertrag oder sonstiges habe ich natürlich auch nicht unterschrieben. Also in diesem Video hier bekommt ihr zu 100% meine eigene Meinung. Kommen wir also zum vermutlich größten Punkt, die Aufnahmequalität der verschiedenen Walksnell-Systeme. Wir müssen an der Stelle grundlegend unterscheiden. Es gibt viele verschiedene Walksnell-Systeme. Die ganzen normalen, nenne ich es jetzt mal, können in Full HD mit 60 FPS aufnehmen und das Moonlight-System kann in 4K mit 60 FPS aufnehmen. Sind die Aufnahmen besser als die von einer DJI O3? Nein, definitiv nicht. Reichen die trotzdem aus? Ich würde sagen, ja. Also erst recht die Moonlight-Aufnahmen für Instagram-Clips oder wenn man sich das Ganze auf dem Handy anschaut. Aber ganz ehrlich, selbst diese normalen Full-HD-Aufnahmen von den kleineren Walksnell-Systemen sind vollkommen okay. Also wenn man jetzt wirklich das Ganze einem Freund auf dem Handy zeigt, guck mal, wie ich geflogen bin, ob die Aufnahmen von einer O3 sind oder von einem Walksnell-System, den Unterschied sieht man nicht. Klar, wenn man jetzt in die professionelle Videoproduktion geht und nur mit einer O3 fliegen will, kann, darf, muss, dann ist die natürlich die bessere Wahl, gar keine Frage. Für mich persönlich, ich fliege fast ausschließlich mit GoPros und deswegen ist mir die Aufnahmequalität des Videosystems selbst gar nicht so wichtig. Mir ist da eher wichtig, dass die Übertragung halt gut ist. Einen genaueren Vergleich zwischen dem Moonlight-System und den DJI-Systemen oder natürlich auch analog habe ich auch schon mal gemacht. Das Video werde ich euch mal hier oben verlinken oder natürlich auch in der Beschreibung nochmal verlinken. Und wo wir schon beim Thema Übertragung sind, kommen wir auch bei dem, was für mich das Wichtigste ist, die Übertragungsqualität. Und mit Übertragungsqualität meine ich jetzt, wie sieht das Bild aus, was man hier in der Brille sieht. Und da ist das Walksnell-System wirklich um einiges besser als das DJI-System, also es ist wirklich ein großer Unterschied. Ich habe jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten schon vielen Piloten, die normalerweise mit einer DJI O3 und mit einer DJI Goggles 2 durch die Gegend fliegen, diese Goggles X gezeigt. Mit verschiedenen Moonlight-Systemen in der Übertragung tun die sich nicht viel und die haben alle sehr eindeutig mir zugestimmt, dass das Walksnell-System massiv besser aussieht in der Brille. Auch was die Reichweite und die Penetration angeht, ist das wirklich absolut kein Problem. Also ich habe hier ehrlich gesagt keinen Unterschied festgestellt zwischen jetzt meinen Vistas, einer O3 und dem Walksnell-System. Auch da, es gibt sicherlich Leute, die haben andere Ansprüche, haben andere Probleme, aber ich kann halt einfach keine wirklich wissenschaftlichen Reichweiten- oder Penetrationstests machen. Schaut euch vielleicht also andere Reviews dazu an. Für mich ist es kein Problem. Ein kleines Problem gibt es allerdings, was ich jetzt auch in den Kommentaren schon ein, zwei Mal gelesen habe. Und zwar hat man zumindest im 100 FPS-Modus bei Walksnell so ab und zu Frame-Einbrüche, also sagen wir mal von 500 Bildern, also über 5 Sekunden, da fehlen vielleicht 5 Bilder oder 3 Bilder. Also man sieht, dass da ab und zu so kleine Stotterer drin sind. Das hält einen jetzt nicht wirklich vom Fliegen ab und ich habe das jetzt auch ehrlich gesagt nicht so aktiv selbst festgestellt, aber als dann darauf angesprochen wurde, habe ich gedacht, ah ja, stimmt, ist mir auch aufgefallen. Wie gesagt, das konnte ich auch bisher nur im 100 FPS-Modus feststellen und im 60 FPS-Modus nicht. Und ich denke, das ist auch was, was man mit Software-Updates sicherlich noch in den Griff kriegen kann. Allerdings gibt es auch noch einen ziemlich großen Vorteil für das Walksnell-System, was die Übertragung angeht. Und zwar kann man hiermit bei wirklich wenig Licht noch sehr gut fliegen. Es kommt natürlich auf das Kamerasystem an, was man wählt. Bei Walksnell gibt es aber auch immer die Pro-Kameras, die dann sehr lichtempfindlich sind. Die Moonlight-Kamera ist natürlich nochmal ein Stück drüber. Und damit kann man wirklich bei fast kompletter Dunkelheit ohne Probleme durch die Gegend fliegen. Und das ist mit einer O3 schon nahezu unmöglich, würde ich sagen. Und dann kommen wir zum vermutlich größten Haken, den alle mit Walksnell haben. Die Zuverlässigkeit. Und ich muss für meinen Teil sagen, ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich keine wirklichen Probleme. Also ich hatte bis jetzt einen Videosender, der halt irgendwie kaputt ist, aber ich meine ganz ehrlich, den schicke ich zurück und nehme einen anderen, alles gut.
Und mit der Brille selbst oder auch mit dem Moonlight-System habe ich wirklich keine Probleme. Die einzigen Probleme, die ich damit halt auch hatte, war halt noch, bevor das offiziell rausgekommen ist und da halt noch diese Pre-Release-Software drauf war, die war ziemlich verbuggt. Aber mit neuen Updates habe ich jetzt wirklich keine Probleme, keine Ausfälle mehr in der Luft, keine Verbindungsprobleme, das OSD funktioniert direkt, also absolut keine technischen Probleme, die Brille überhitzt auch nicht, alles super. Und ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man jetzt einfach auf Google geht und mal ich habe Problem mit meiner DJI O3 eingibt, kommen da auch mehr als genug Ergebnisse. Also es ist jetzt nicht so, dass alle O3s oder alle DJI-Produkte oder Walksnell-Produkte oder auch HD Zero oder Analog-Produkte alle funktionieren oder alle nicht funktionieren. Trotzdem gebe ich auf jeden Fall zu, ich denke schon, dass bei Walksnell das System noch nicht so ausgereift ist wie bei DJI. Also hier hat man tendenziell auf jeden Fall mehr Probleme. Allerdings bin ich der Auffassung und bin mir da auch sehr sicher, dass wenn man jetzt eine Walksnell-Brille kauft und jetzt ein Walksnell-System kauft, dass man damit auch wirklich keine Probleme mehr haben wird. Vor allen Dingen nicht mit den neueren Softwareversionen. Und dann kommen wir nochmal zu einem kleinen Unterpunkt der Einrichtung. Das ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, das nochmal zu erwähnen. Ich habe nämlich letztens bei FPV24 einen Walksnell-Copter gebaut und wir haben uns wirklich einfach irgendein System aus dem Regal genommen, kurz auf den Knopf gedrückt, hier auf den Knopf gedrückt, direkt verbunden. Es waren nicht die gleichen Softwareversionen drauf, es war auch gar nicht irgendwie jetzt irgendwas, was speziell zueinander kompatibel gewesen wäre oder sonst was. Das ist nämlich das Coole, es funktioniert bei Walksnell eigentlich alles mit allen Firmware-Versionen. Also egal, was für ein Walksnell-System ihr habt, einfach einmal kurz binden, läuft. Dazu läuft halt auch direkt das OSD, also da braucht man gar nicht irgendwie rumtricksen oder in der Brille irgendwelche Einstellungen, den Canvas-Mode ändern oder wie bei den alten DJI V2 Brillen die Brille hacken. Es funktioniert direkt, also man muss wirklich gar nichts machen. Und wenn man eine andere Schriftart will, einfach die Schriftart auf die SD-Karte machen, SD-Karte rein, fertig. Also es läuft wirklich in der Einrichtung sehr, sehr, sehr smooth. Bei DJI ist das Ganze ein bisschen nervig manchmal, also ich finde das mit diesem Aktivieren immer am PC, es ist etwas frustrierend. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber es ist schon auf jeden Fall nochmal ein Schritt mehr. Da muss man natürlich aber auch sagen, was das DJI-System jetzt hat, was es bei Caddx bzw. dem Walksnell-System jetzt noch nicht gibt, ist, dass man direkt über USB den Videosender mit Strom versorgen kann und sich die Aufnahmen runterladen kann. Bei Walksnell muss man leider immer noch einen Akku anschließen und bei den kleineren Systemen auch so ein USB-Adapterkabel reinstecken, da hat man nicht direkt einen USB-Anschluss. Ist jetzt kein Totschlagargument, aber es ist auf jeden Fall angenehm, bei einer O3 einfach nur das USB-Kabel anzuschließen und man ist direkt verbunden. Dann kommen wir jetzt mal kurz zur Verfügbarkeit bzw. Auswahl. Von DJI gibt es ja im jetzigen System nur die DJI O3. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die DJI O4, wenn sie denn dann irgendwann rauskommt, auch nicht groß anders sein wird. Die wird jetzt nicht auf einmal die Hälfte wiegen oder halb so klein sein oder 1S-Akkus akzeptieren. Das glaube ich einfach nicht. Und von Walksnell gibt es wirklich viele verschiedene Systeme. Es gibt Systeme mit nur einer Antenne, es gibt Systeme mit zwei Antennen. Die gibt es dann jeweils noch mit einer normalen Kamera und mit einer Pro-Kamera. Wie gerade schon gesagt, die Pro-Kamera ist besser bei wenig Licht. Dann gibt es natürlich noch das Moonlight-System, was in 4K aufnehmen kann und halt nochmal besser ist bei wenig Licht. Und vor allem gibt es auch das 1S-Kit, womit man dann auch ganz kleine Tiny Whoops ohne Probleme mit dem Walksnell-System fliegen kann. Und für Walksnell gibt es auch noch den Videoempfänger. Das heißt, man muss gar nicht eine Walksnell-Brille kaufen. Wenn man noch eine sehr gute analoge Brille hat mit einem HDMI-Eingang, kann man sich einfach den Walksnell-Videoempfänger kaufen, den daran anschließen und dann Walksnell fliegen, ohne die Brille zu ändern. Und dabei sind wir auch schon beim Thema die Brille selbst. Ich habe jetzt viel über das System geredet, aber ich meine, wenn man sich für die Brille entscheidet, entscheidet man sich ja auch für das System. Deswegen war das natürlich jetzt trotzdem wichtig, viel dazu zu sagen. Kommen wir aber zu der Brille selbst. Und die ist natürlich eine relativ persönliche Entscheidung, wie man jetzt damit klarkommt. Das ist jetzt nichts, was man über ein Video herüberbringen kann. Deswegen, falls ihr die Möglichkeit habt, schaut mal, dass ihr das am besten einfach irgendwo in Person austesten könnt. Auf dem Blatt Papier ist die Brille auch sehr ähnlich zu der DJI Goggles 2. Beide haben Full HD 100 Hz OLED Displays und beide natürlich die Einstellungen für die Augen und ähnlicher Formfaktor. Es ist ein sehr vergleichbares Gerät. Und ich muss an der Stelle auch sagen, die DJI Goggles 2 wirken qualitativ noch ein Stück weit hochwertiger. Das nicht heißt, dass die jetzt hier schlecht wirken, aber von der Verarbeitungsqualität würde ich sagen, dass die DJI auf jeden Fall einen kleinen Schritt drüber sind nochmal. Und der Tragekomfort ist natürlich auch sehr, sehr, sehr persönlich. Das Einzige, was ich euch jetzt auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass die Brille ziemlich leicht ist und dadurch nicht so auf die Nase runterdrückt wie meine DJI V2 Brillen.
und dass die jetzt auch von der Form her für mich zumindest deutlich besser passt als eine DJI Goggles 2. Das ist für mich die beste Brille, die ich je benutzt habe von der Passform, direkt neben meiner damaligen Skyzone Sky 04X. Also wenn ich die Brille hier aufsetze und richtig einstelle, sehe ich wirklich von rechts nach links, von oben nach unten alles scharf und alles ohne jetzt irgendwelche Ecken abgeschnitten zu haben. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Mein Vater hatte es so beschrieben, als würde man vor einem Kino sitzen. Das ist wirklich, man sieht wirklich einfach alles. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann kommen wir nochmal zu einem ziemlich wichtigen Teil, dem Preis. Die DJI Goggles 2 kosten momentan ca. 600 Euro neu aus Deutschland. Ich denke mal, der Nachfolger wird auch nicht viel günstiger sein. Die Rocksnails Goggle X kriegt man aus Deutschland für so um die 500 Euro. Aus China von Caddx direkt sogar für 423 Euro. Also in dem Fall, wenn man das jetzt vergleichen möchte, fast 200 Euro weniger. Dazu bekommt man auch die verschiedenen Rockstar-Systeme aus Deutschland für 140 bis 220 Euro. In dem Falle dann vom 1S-Kit bis zum Moonlight-Kit. Aus China natürlich dann jeweils nochmal 20, 30 Euro weniger. Ich habe sogar teilweise das Moonlight-Kit schon für 160 Euro aus China gesehen. Und dann muss man sich wirklich überlegen, die DJI O3 kostet 250 und auch da, ich denke, der Nachfolger wird nicht viel günstiger sein, wenn überhaupt günstiger. Und da muss man halt wirklich überlegen, wenn eine DJI O4 dann vielleicht 299 Euro kostet oder selbst wenn es nur die gleichen 250 sind und man kriegt ein Moonlight-System zum gleichen Zeitpunkt für 160 Euro, da zahlt man für das System 100 Euro weniger, also pro Kopter 100 Euro weniger. Wenn man überhaupt das Moonlight-System braucht oder will, die anderen natürlich noch weniger. Und bei der Brille spart man sich auch fast 200 Euro. Das heißt, wenn man sich nur einen Kopter und alle Brille kauft, spart man sich schon fast 300 Euro. Ja, muss man wissen, ob einem das dann die gewissen Abstriche, die ich ja schon erwähnt habe, halt wert ist. Kommen wir also jetzt zu einem kleinen Fazit. Ich persönlich bleibe bei meinem Rocksnail-System. Ich habe die Brille, die ich für die DJI O3 benutzt habe, verkauft. Und wie gesagt, ich habe es ja im Video schon selbst gesagt, ich brauche keine ultrakranken Aufnahmen von dem Videosystem selbst. Deswegen reichen mir die Rocksnail-Systeme aus und ich genieße lieber die bessere Übertragungsqualität in der Brille und den günstigeren Preis. Meiner Meinung nach ist das Rocksnail-System einfach ein bisschen das vollständigere. Also die haben einfach ein breiteres Spektrum an Geräten, die sie anbieten und so kann man auch wirklich viele verschiedene Kopter damit ausstatten. Und es kommen auch wirklich fast wöchentlich neue Updates, um Probleme zu beheben und Features hinzuzufügen. Trotzdem muss man natürlich wirklich sagen, wie der Release von der Goggles 2 oder auch von dem Moonlight-System selbst lief, das hätte nicht so passieren dürfen. Das war einfach unprofessionell gehandhabt von denen. Sehr viele Softwareprobleme und teilweise ja sogar Hardwareprobleme. Das ging gar nicht, aber das System hat sich wirklich in sehr kurzer Zeit sehr weit weiterentwickelt und ist jetzt an der Stelle angekommen, wo ich das als mein primäres System benutze. Sollte man jetzt also umsteigen, wenn man ein DJI O3 System hat oder auch ein Rocksnail System hat zu DJI? Nee, definitiv nicht. Also ich sage es auch immer, wenn ihr zufrieden seid mit dem System, was ihr habt, dann nutzt es einfach weiterhin. Alles cool. Wenn man jetzt aber links von analog auf digital umsteigen will, wie gesagt, vielleicht auch mit dem Videoempfänger, je nachdem, was für eine analoge Brille man hat, oder man von vornherein mit digital anfangen will, dann muss man halt einfach abwägen, ob das einem, sage ich mal, die bisschen schlechtere Verarbeitungsqualität, die etwas schlechtere Zuverlässigkeit und halt, naja, die etwas schlechtere Aufnahmequalität, die 300 Euro Preisunterschied wert ist. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber wie gesagt, ich bin mit dem System sehr zufrieden und habe in letzter Zeit auch echt einige Rocksnail-Systeme für verschiedenste Kopter wieder dazu gekauft und werde das auch weiterhin machen. Wie gesagt, ich bin damit sehr zufrieden. Und schreibt mal gerne eure Erfahrungen, eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich verlinke euch mal all diesen Kram jetzt hier in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Damit könnt ihr mich natürlich auch nochmal sehr unterstützen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.